Einen wunderschönen guten Morgen, lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus Phuket. Endlich sind wir in Bangkok fertig. Das heißt, jetzt geht es hier weiter mit Arbeit, logischerweise. Denn was wir hier machen werden, was wir auch in Bangkok zum Teil schon gemacht haben, ist das WLAN komplett neu aufzusetzen. Und das lässt sich an so einem Ort wie hier natürlich sehr viel besser realisieren als überall woanders. Ich habe das eben schon zu einem Mitarbeiter heute gesagt, ich bin hier noch tausendmal produktiver als bei mir zu Hause. Warum? Weil man hier super früh aufsteht, weil einfach so schönes Wetter ist, weil die Natur um einen rum ist. Man kommt schneller aus dem Bett und ist dann logischerweise auch produktiver, weil man sehr viel früher anfängt zu arbeiten. Ich war gestern zum Beispiel um, ich glaube, 2 Uhr erst im Bett. Wir haben gestern noch richtig lange an Joker Connect gearbeitet. Ich habe dazu ein neues Konzept erarbeitet und diese Gedanken und diese Ideen dazu, die kommen tatsächlich an anderen Orten. Deswegen, ich kann nur jedem empfehlen, aus seinem Trott mal immer rauszubrechen, Wochenende wegzufahren, wirklich wohin, wo du noch nie warst, einen komplett neuen Ort, weil da kommen wieder ganz neue Ideen und Gedanken, die hätte ich in Berlin wahrscheinlich gar nicht gehabt. Und deswegen bin ich einfach super froh, dass wir jetzt hier sind. Bevor wir jetzt philosophisch abdriften, würde ich sagen, erstmal die ganz wichtigen Dinge. Ab in den Pool. Nein, natürlich nicht, sondern wir kümmern uns heute um das WLAN hier in 3-4 Villen. Und zwar ist immer die Problematik bei solchen Villen, 3-4 Etagen, Unterbereich, Außenbereich, oberer Bereich hier oben und da kontinuierliche Download- und Uploadraten hinzubekommen. Und das werden wir heute in Angriff nehmen. Das habe ich im März letzten Jahres hier alles durchgecheckt und quasi dafür einen Plan gemacht, wie wir das hinbekommen. Und dem haben die zugestimmt und den setzen wir heute hier um. Grad, ganz miese Voraussetzungen, um zu arbeiten. Ich weiß, wir testen hier jetzt mal die Internetverbindung, um zu sehen, wie schnell wir hier eigentlich unterwegs sind an diesem wunderschönen Ort. Und was seht ihr? 8 Mbits. Das ist fast wie bei meinen Eltern zu Hause. Ich meine, 8 Mbits kann man jetzt nichts gegen sagen, das ist ganz okay. Aber ich teste es hier auch an verschiedenen Orten. Ich habe jetzt da hinten schon mal probiert, da sind es 3 Mbit. Also das müssen wir irgendwie ein bisschen hochkriegen, sowohl in Upload als auch in Download, weil es liegt deutlich mehr an. Während hier jetzt die Firmware-Upgrades laufen, zeige ich euch jetzt mal, was oben abgeht, was die Herausforderung ist. Hier ist nämlich der erste Flur. Hier haben wir schon mal schön ein Kabel gezogen. Yes. Und dann müssen wir einmal hier hinten hin in die Rumpelkammer. Weil das ist jetzt mein neues Büro. Da unten seht ihr das Chaos. Bevor ich mich darum kümmere, werde ich nochmal ganz schnell hier ein bisschen die Aussicht genießen. So immer reinziehen hier, diesen Master Bedroom. Boah, so mega nice. Hier schläft man dann quasi, boom, und das ist einfach mal die krasse Aussicht. Hier hinten hat man dann Ankleidezimmer, Bad mit Whirlpool und schönem Ausblick, Dusche, Toilette. So lässt sich's auch leben. Sollte Herr Jojo vielleicht umziehen nach Thailand, Joker goes Thailand und goodbye Germany. Das Wetter ist auf jeden Fall sehr, sehr überzeugend.
spät abends jetzt schon. Wir sind fast fertig. Ich werde euch im nächsten Vlog noch mehr zeigen, erzählen, was wir gemacht haben und wie weit wir schon sind. Beziehungsweise ich denke, beim nächsten Vlog werden wir fertig sein. Es ist immer ein relativ langer Prozess, weil du natürlich Aufnahme machen musst. Das heißt, du checkst einmal alles durch. Dann kaufst du die ganzen Sachen, installierst die und dann musst du natürlich nochmal doppelt checken. Passt das alles auch von der Ausleuchtung, also vom WLAN-Ausleuchtung für die verschiedenen Bereiche, weil es mir wirklich darum geht, egal wo sich hier ein Gast aufhält, soll er vernünftiges Internet haben. Es geht nicht darum, 100.000er Leitung zu haben oder so, sondern einfach eine flüssige Internetverbindung, wo man Filme gucken kann, streamen kann, E-Mails machen kann, also wo man einfach angenehm durch die Gegend surfen kann. Und das ist hier zum Teil auch wegen Stahlträgern und so weiter immer ein bisschen eine knifflige Sache. Das heißt, man muss die ganzen Repeater bzw. Access Points vernünftig setzen. Dazu aber, wie gesagt, im nächsten Vlog mehr. Jetzt kriege ich schon eine Nachricht. Ich muss jetzt nämlich mich ganz schnell umziehen und dann... Was ich hier mache, heute ist hier ein ganz heiliges Blumenfest. Dafür haben wir Blumengestecke und so, also Blumengestecke gemacht. Wir haben... gibt schönes Essen, vorbereitet, ein bisschen Tamtam gemacht und da muss man natürlich ein bisschen Trick machen, muss die Frise sitzen und ach so, by the way, bald kommt das Video Judas Beauty Palace, ja, werde ich euch zeigen, was mir hier so in die Haare schmiere und ja, da habe ich mich jetzt auch entsprechend hier den Nationalfarben, nicht ganz, aber ein bisschen in Schale geworfen, guten Eindruck machen, mitfeiern und Respekt zeigen.